Herzlich willkommen zurück zu Transportfieber 1. Ich bin euer Timo 67, der 50 YouTuber, an dem ich ein Schokolade bin. Hallöchen! Hallöchen! Ja, wir zwei wollen heute ein bisschen an der Karte weiterbauen. Hier war ja Brakel, Bad Emstal, Hinterpforten und irgendwo hinten ist Wolfenbüttel. Da fährt gerade der Schiffsdampfer noch. Ich kann einfach mal zugucken, wie er fährt. Da fährt er. Kann man mitfahren? Okay, wir machen kurz. Oh, der schwankt, aber ich werde seekrank. Oh. Wir gehen von Bord. Das ist besser. Ja, so. Das wäre der nächste Ort. Der heißt Bad Salzbergen. Wir haben uns entschlossen, wir wollen erstmal hinten den Lückenschluss machen. Hinten raus. Dass wir hier auf diese ganzen Gleise hier kommen, von da. Das wird heute unser Ziel sein. Und wenn wir da noch Zeit haben, wie gesagt, wir machen mal so 5-6 Stunden Schönbau, werden wir hier noch machen, hier noch weiterbauen. Aber ich denke, wir werden hauptsächlich an der Strecke hinten bauen. Wird vielleicht ein kürzeres Video werden, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, lehnt euch zurück, genießt die schöne Zeitraffermusik, schaut uns zu, wie wir bauen hier. Und bis dann, bis nachher. Ciao, ciao. Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, viele Kilometer Gleise verlegt. Hier kommt gerade der Erzzug. Den haben wir auf Reisen geschickt. Wir haben hier schöne ein- bis teilweise zweigleisige Gleisstrecke gebaut. Sie beginnt hier in Kreinsen, sag ich mal, und pegelt sich hier in die Güterzugstrecke ein. Jetzt haben wir den Erzzug hier schon gesehen. Und dann haben wir hier zwei Fichten hohe gebaut. Hier splittet sich die Strecke. Das heißt, sie fährt dann hier oben rum, hier über die Brücke, hier hinunter. Ach, Bad Emstal Ost und da unten ist Bad Emstal. Ne, Bad Salzberge, das müssen wir umbenennen hier. Mal merken. Und quält sie unten in die Hauptstrecke am Flussufer lang, an der Wesertalbahnstrecke. Und hier sehen wir gerade hier so einen Dieseltriebwagen hier. Was schönes altes. Die Gleise sind hier nur auf 80 begrenzt. Ja, und hier geht es jetzt auf die eingleisige Strecke, das geht hier weiter. Ja, das müssen wir noch ausgleichen, bauseitsbedingt. Geht das hier runter nach Kralsdorf. Und hier geht es dann zum Wiederbau Kralsdorf. Da oben ist das Erzbergwerk. Und dann schlängelt es sich hier noch weiter nach Nienwende. Hast du noch einen schönen Ortsnamen für diesen Ort? Weißt du nichts? Gerade. Wenn ich ist das jetzt. Weiler. Wrack. Okay? Mhm. So, dann geht's hier runter und das fädelt sich hier unten ein, hier in Waldenried. Da fädelt sich die Strecke wieder ein. Und kann dann. Die Strecke fährt hier noch weiter über Waldkreiburg, weiter bis nach Peine. Peine, da. Und von da geht es ja wieder zurück. Da müssen auch schon einige Siedelzüge unterwegs sein. Wir sehen gerade keinen einzigen. Doch da. Schöner alter Dieseltriebwagen. Hat doch was, ne? Mal was Älteres auf der Strecke. Da können wir schon mal üben für die neue Karte. Die aber noch in weiter Ferne ist. Ja. Ihr seht hier Gleise en masse, hier, da und dort. Ja, zum Schluss wie üblich ein paar bewegte Bilder. Also bleibt bitte dran und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss.